So, lieben Gruß hier aus West Hollywood, Beverly Hills, die Ecke. Gegenüber vom Beverly Center bin ich jetzt gerade. Und hier gibt es sehr, sehr viele Schnäppchenmärkte. Hinter mir TJ Maxx und Ross gibt es hier. Und hier könnt ihr auch sehr gut parken. Und dann die Gegend erkunden, auch Melrose Avenue. Kleiner Geheimtipp, hier ist auch nicht so viel los. Gerade wenn ihr mal Schnäppchen machen wollt, schaut hier einfach mal vorbei. Das Ding heißt wohl Beverly Connection oder so, wenn du halt im Navi das eingibst oder so. Aber Beverly Center und dann genau gegenüber ist das. Nachher kannst du parken. Und Marshalls ist hier und Nordstrom Rack oder so ist auch hier. Und noch ein paar andere Sachen, Fifth Avenue. Da gibt es echt Luxusklamotten zum Schnäppchenpreis. Also für die Schnäppchenjäger hier im Beverly Hills. Attacke. So, hinter mir Nordstrom Rack und hier vorne Marshalls. Da. Also wenn ihr Schnäppchen machen wollt, geht hier hin. Hier findet ihr immer etwas. Und bitte kauft nicht im normalen Geschäft. Gerade wenn du eine Frau bist oder so. Eine Calvin Klein Handtasche oder so. Oder Steve Madden oder keine Ahnung was. Auch Luxusmarken. Hier gibt es auch Versace Sachen oder so. Habe ich auch gesehen. Die Handtaschen kosten ihr einfach nichts in den Geschäften. Schau erstmal hier. Und dann geh in den normalen Geschäften. Macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, ihr könnt hier auch sehr gut parken. Also, oder drüben in das Beverly Center. Und hier gibt es einfach mal die geilste Rolltreppe mit dem besten Blick über L.A. Einfach die Rolltreppe nehmen. Kleiner Geheimtipp. Und ich nehme mich einfach mal mit. So, hier sind wir. Hier ist die Rolltreppe und wir sehen gleich Downtown L.A., das Hollywood-Zeichen und haben eigentlich so den besten Blick über L.A. Und der kommt gleich. Passt auf! Geht aber ein bisschen hoch. Müllwirbel. So, das Hollywood-Zeichen sehe ich schon. So, Downtown L.A. sehe ich auch schon. Aber ein ist das Hollywood-Zeichen. Neben dem Turm. Und da hinten die Hochhäuser von Downtown L.A. Ich finde diesen Ausblick einfach genial. So. Da hinten ist das Hollywood-Zeichen. Und da ist Downtown L.A. Leider habe ich keinen Zoom. Aber vielleicht kann ich ein bisschen ranzoomen. Deshalb schauen wir einfach mal. Ja, und jetzt gucken wir ein bisschen Geschäfte. Ne? Was gibt es denn hier so alles im Beverly Center? Das erste Mal, wo ich hier war, das ist schon echt lange her, mit Anfang 20, da gab es hier einen Shop. Da konntest du Welpen kaufen. Du konntest reingehen, $1000, $2000 und einfach Welpen mitnehmen, Hundewelpen.
Ich glaube, Welpen sind immer Hunde, ne? Oder? Ja. Ich glaube schon. Und die Leute haben die Hunde wie doof gekauft, aber sowas von. So, jetzt sind wir schon hier. Das sieht schon auch ein bisschen leer aus. Also es ist hier nicht so viel los, aber wenn es mal regnet, ja, dann kannst du ja auch hier vorbeischauen. Machst du dann halt, wenn es regnet, einen Shoppingtag. Früher gab es immer noch einen Ferrari-Laden und so weiter. Und so die klassischen Marken natürlich, die es so gibt. Ich sehe auch hier vorne schon Geschäfte leer. Es sind sehr, sehr viele Geschäfte in Amerika leer, in New York, Santa Monica und Co. Also hätte ich gar nicht gedacht. Hey, ist cool. Achtung, wir haben hier nicht sonntags, wir haben 12 Uhr mittags. Dienstag, 12 Uhr haben wir hier. Es ist nichts los. Da ist Steve Madden. Steve Madden war doch bei Wolf of Wall Street Teil davon, oder? Und die Sachen gibt es da drüben in Billigläden auch überall runtergesetzt, Taschen und so weiter. Ja, braucht ihr eigentlich nicht in den offiziellen Stores kaufen, es sei denn, ihr findet irgendwas besonders cool, was es nur da gibt. Einer meiner Mützen, die habe ich hier gekauft vor Jahren. So, ich glaube, hier hinten war der Ferrari-Store, der ist aber draußen, so wie es aussieht. Oder war der eine Etage drüber? Ne, der war hier. Die weiße Wand da vorne, das war der Ferrari-Store. Hier gibt es Cupcakes. Also, wollt ihr Cupcakes haben? Haben wir gestern, glaube ich, auch gesehen im Video. Schaut einfach mal in einem Video. Hier gibt es einfach mal Cupcakes. Da sind sie. Und komm, wir gucken einfach mal, was kosten die denn? Ich bin jetzt echt, ich habe keine Ahnung, 5 Dollar? Erdbeer-Cupcakes? So, was kosten die? Hallo? Nein, 5,99 Dollar? 10 Dollar? Keine Ahnung, 6 Dollar für so ein Cupcake? Es gibt aber auch nicht viele. Naja, lass mal sein. So, wo können wir jetzt hier hochfahren? Es ist kaum was los. Ein paar Luxusfirmen, aber das war's dann auch. Hier vorne ist alles ganz leer. Hier, die langweilen sich. So, wir können hier einmal noch die Aussicht anschauen. Wir sind jetzt hier von der anderen Seite. Hier sieht es dann halt so aus. Naja, ach, Macy's darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, Hauptgeschäft ist, glaube ich, New York, ne? Ja, habe auch immer mal wieder ein paar Aktien davon gehabt, habe immer mal wieder ein bisschen rumspekuliert. Und MCM. War das nicht früher mal eine deutsche Marke?
hast du natürlich auch Gucci da, Prada, Mada, Omega, Mada, Balenciaga. Also so die wichtigsten Marken für Luxusbegeisterte. Die meisten sind mir natürlich echt zu teuer. Hab ich überhaupt keinen Bock drauf und die Qualität stimmt auch nicht immer. Ich habe ein Video gesehen von Louis Vuitton. Da hat eine Frau sich Louis Vuitton Sachen gekauft und die Nähte und so, das war alles unterirdisch. Fast wie so eine Fälschung aus der Türkei. Und die hat das im offiziellen Store gekauft online in Deutschland und konnte es natürlich auch deshalb einfach wieder zurücksenden, den Müll. Okay, im Apple Store gibt es ja auch noch auch nichts los. Also, wenn ihr irgendwo zu lange anstehen müsst oder so, dann geht hier in Beverly Center einfach mittags. Und ja, Kenzo haben wir hier noch und noch ein paar andere Marken. So, eigentlich sollten die mich doch hier ausrüsten mit neuen Cappies und so weiter. Dann hätten sie wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Weil die Läden hier sind einfach, ich weiß auch nicht, warum die hier sind. Ich meine, viele, die dann halt was bei Louis Vuitton kaufen wollen oder sonstige Sachen, gehen dann zum Rodeo Drive oder so. Ja, keine Ahnung. Dann ist es noch Bloomingdale's, ja okay, Club Monaco. Ich weiß nicht, wie oft ich hier Monaco gelesen habe oder so. Sehr lustig. Und die meisten Marken gibt es gar nicht in Monaco. Hier gibt es doch Brezel, den Brezel, ach, der war in New York, wo ich beim Basketball war, gab es auch so einen Brezelladen, der war sowas von voll, ne? Da hat es eine halbe Stunde gedauert, um dann Brezel zu bekommen. Hier steht einfach keiner. So, das war mein Rundgang durch den Beverly Center. Jetzt gehe ich mir was zu essen holen. Vielleicht nehme ich euch noch mit, mal gucken. Soll ich euch noch mitnehmen? Schreibt mal in den Kommentar. Und hey, wenn du schon mal dabei bist, abonnieren, liken. Ja, auf jeden Fall, oder? So, und jetzt laufe ich einfach mal zu The Grove und nehme euch einfach mal mit, da wollte ich immer mal hin. Und hinter mir ist das Beverly Center und ja, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen den Weg dahin. Was für ein schönes Auto. Und ja, mit ein bisschen Planung, hier fahren ausreichend Busse. Vorteil ist, wenn ihr ab und zu mal mit dem Bus fahrt, könnt ihr dann halt eine Strecke laufen und wieder zurückfahren und so. Ja, so schlecht ist das nicht mit dem Busfahren hier. New York Pizza. So, so. So, hier sind ja auch viele dieser Geschäfte ohne, ja, ohne noch eine Etage drauf und so. In Santa Monica war es auch so. Die ganzen Seitenstraßen waren alles so Geschäfte früher. Ich bin da sehr gerne rumgelaufen und dann jetzt, heutzutage stehen dort alles, ja, so Immobilienkomplexe mit 5-6 Etagen. Schade eigentlich, weil Santa Monica hat echt so einen Charme gehabt mit den kleinen Geschäften. Also ist das, so ist die Veränderung, ne? So, natürlich könnt ihr hier eure Parktickets mit Visa-Karte bezahlen, die Zeit wählen, plus, minus und dann. Man kann kaum etwas sehen, aber einfach mit Visa-Card euer Parkticket ziehen. Ja. Und nein, wir spielen hier auch kein Spiel, Porsches zählen oder so. Hier sind sowieso so viele.
dann müssten wir immer nur sagen 1, 2, 84, wenn wir Porsches zählen wollen. Aber nein, das machen wir nicht. Ich weiß noch auch nicht, ne, warum man so doof ist. Unfassbar. Unfassbar. Wie dumm ist die denn, bitte schön? So, ich bin jetzt hier am Farmers Market. Mal schauen, hier war ich auch noch nicht. Ja. Nehme ich euch einfach mal mit, oder? So, keine Ahnung, was wir alles sehen. Ich nehme euch einfach mal mit. Keine Ahnung, ob ihr was seht. Es ist jetzt hier sehr dunkel und schattig. Eigentlich alles. Echt cool hier. Ich hoffe, dass ich hier noch nicht war. Und ja, es riecht hier sehr, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie groß das hier ist. Auf jeden Fall riesig. Thank you.
my god, that is so hilarious. Oh, they're so cute. So, es sieht aus, als ob die Bahn nicht mehr fährt, weil es steht hier auch ein Auto auf den Schienen, den Gleisen. Ich habe mich eigentlich auf die Bahn gefreut, weil Geschäfte gucken kann ich auch woanders und die gängigen Marken sind hier auch alle vertreten. Aber mit der Bahn fahren wollte ich. First Hux und Dollerei. Jetzt fährt die nicht. Oder vielleicht doch nur ein Stück. Keine Ahnung, das ist Netflix. So, einfach mal Netflix laden. Thank you.
Ja, auf jeden Fall interessant. Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man in LA ist. Ist ja nicht so weit weg, das ist ja echt zentral hier. Da ist die Bimmelbahn. Die Bimmelbahn ist drin. Keine Ahnung warum, schönste Wetter. Okay, Routine-Check-up. Pech gehabt. Das fand ich nämlich echt cool. I'm definitely going to see. I don't know if you see my show. Is that the
so ein exklusiver Durchgang hier durch den Netflix-Laden. Ja, Schwerpunkt Stranger Things. Mal schauen, ob die Musik, ob ihr mich überhaupt hört. Dann bummel ich jetzt hier noch ein bisschen rum und ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Gerne abonnieren, gerne ein Like da lassen. Ich bin raus. Ciao.